Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, erstmal ein Huster, wa? Ja, Leute, Stimme versagt schon direkt am Anfang. Ja, zu meckern gibt es eigentlich nichts oder wenig, ne? Ja, war ein gutes Spiel, war 4-0. Was haben wir bei 4-0 meckern, ne? Naja, schon mal so eine Diskussion unter dem Kovac so ein bisschen. Allerdings ist natürlich ja der Fußball um einiges besser, zumindest meiner Meinung nach. Erste Halbzeit war, ja, so die ersten 10 Minuten war es noch ein bisschen ausgeglichener. Danach haben wir einfach die Kontrolle übernommen, haben wieder früh gepresst, hochgepresst, haben es wirklich sehr gut gemacht. Tore waren teilweise auch gut rausgespielt. Wir hatten auch noch die eine oder andere Chance, muss man auch sagen. Zweite Halbzeit war dann ja so ein bisschen das Verwalten angesagt, was wir ja oder was wir halt einfach seit 3-4 Jahren machen, halt einfach in der Bundesliga, wenn wir irgendwie 3-4-0 führen. Ja, schalten wir einfach mindestens 2 Gänge zurück. Ist leider so, muss man vielleicht aber auch so machen, wenn man halt dann jetzt die letzten paar Wochen jetzt alle 3 Tage spielt. Von daher habe ich da volles Verständnis für. Ansonsten zwischendurch würde man sich halt mal wünschen, dass wir halt mal durchziehen würden, 2 Halbzeiten. Aber wie gesagt, das ist meckern auf hohem Niveau und ich denke, ist halt einfach der Tatsache geschuldet, dass man alle 3 Tage spielt. Und auf der anderen Seite hat der Trainer dann auch noch ein bisschen was, worauf er hinweisen kann. Generell zum Flick, ja, sagte ich ja schon im letzten Video, jetzt haben wir ein Spiel mehr gegen Düsseldorf. Wenn wir ehrlich sind, ja, ist das ein Pflichtsieg, fertig aus, muss man nicht drum herum reden. Dass wir 4-0 gewonnen haben, super schön, wie gesagt, aber normalerweise ist es halt einfach ein Pflichtsieg. Wir werden die nächsten Spiele sehen, wenn wir gegen Leverkusen spielen, gegen Gladbach. Freiburg spielen wir auch noch, sollte man auch nicht unterschätzen. Von daher, da wird man dann sehen, wo die Reise hingeht. Zu den einzelnen Spielern, ja, aber was soll ich sagen? Lewandowski hat sich angestrengt, war bemüht, hat kein Tor geschafft gegen Düsseldorf, hat noch nie ein Tor gegen Düsseldorf geschossen im Übrigen. Von daher, nicht wirklich überraschend, hat aber gar nicht schlecht gespielt, fand ich, hat echt Gas gegeben. Hat auch ein paar Sachen eingeleitet und mit vorbereitet. Hat mir sehr gut gefallen. Hat ein bisschen Pech gehabt, als er hatte jetzt 2 Chancen. Also den Kopfball, okay, der war ein bisschen zentral. Und den anderen, wo reingerutscht ist, hätte ein Tor machen können. Ja, so ist auch nicht. Ja, generell, Mannschaft hat mir gut gefallen. Kimmich ist ein bisschen herausgestochen, muss ich sagen. Der war heute echt gut. Habe ich ja schon oft genug ein bisschen kritisiert, war heute wirklich stark. Ansonsten war es, ja, oberer Durchschnitt, sag ich mal. Coutinho, ja, weiß ich nicht. Ich denke mal, er hat so ein bisschen angezogene Handbremse auf der linken Seite da gespielt. Ich glaube, das gefällt ihm nicht ganz so. Wird aber durch müssen in München. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn verpflichten werden für 100 Millionen, ist ja. Selbst wenn es 80 Millionen wären oder sowas, werden wir ihn nicht verpflichten, aber ich bin mir relativ sicher. Ich meine, okay, je nachdem, welcher Trainer kommt oder wenn ein Trainer kommen sollte. Ich meine, von Tottenham, na, der ist ja im Gespräch, aber ja, weiß ich nicht. Man kann den Flick halt auch nicht einschätzen nach 3 Spielen, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Man muss mal sehen, wenn wir halt oder wenn die Stars mal nicht so Bock haben. Ja, wenn vielleicht noch mal 1-2 schlechtere Ergebnisse dabei sind. Wie die Mannschaft sich dann verhält, wie der Flick sich dann verhält, vorher kann man sich da nicht wirklich ein Urteil bilden, wie gesagt. Eigentlich kannst du da hinsetzen, wenn du willst, solange er da mit den Stars ganz gut umgehen kann, läuft das von alleine. Ich meine, wie gesagt, was man da deutlich sieht, ist, dass wir wieder hochpressen, aber das haben wir unterm Jupp schon genauso gespielt. Auch unter dem Jupp haben wir es dann verwaltet, teilweise hinten raus, haben dann noch 1-2 Konter gefahren. Von daher,
dann passt das alles. Aber es ist ja nicht so, dass die Spieler das nicht könnten oder nicht konnten unter Kovac. Aber ich weiß nicht, ob das halt einfach nicht seine Spielart war, dass er das nicht wollte, dass wir so hochpressen. Keine Ahnung. Wir standen ja auch relativ hoch, aber das Pressing hat einfach ja nicht stattgefunden beim Kovac. Wir standen zwar hoch, aber gepresst haben wir nicht wirklich. Keine Ahnung, Leute. Ich kann das da ganz schlecht einschätzen. Auf jeden Fall, bisher macht er eine gute Figur und ja, wie schon gesagt, da muss man einfach mal abwarten, was so die nächsten Wochen bringen. Ja, ich möchte mich da jetzt auch gar nicht an die Spekulation beteiligen, ob er auch der Richtige wäre. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn ein Trainer nicht die Muttersprache spricht. Na gut, er spricht gut Englisch und ja, in der heutigen Zeit sollte jeder zumindest das Englisch können, dass er im Fußball verstanden wird, aber ich denke gerade, ja, gerade so Müller und so, und ja, ich finde es schon wichtig, gerade wenn man so Einzelgespräche führt, dass die Spieler dann auch genau verstehen, was der Trainer von einem möchte. Und ich meine, wir sind immer noch eine deutsche Mannschaft und da sollte ein Trainer auch Deutsch sprechen können. Ich meine, gut, wir haben viele internationale Spieler, klar, viele Franzosen und so. Nichtsdestotrotz ist das meine Meinung. Aber wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich bin bisher eigentlich davon ausgegangen, dass wir uns den Ten Hag gönnen zur nächsten Saison, und der Flick das so lange macht. Aber man kann nicht reingucken. Ich meine, Guardiola wäre natürlich ein Traum, wenn der, aber der wird ja seinen Vertrag erfüllen, wie er gesagt hat. Ja, und ich hoffe, ich meine, wenn wir den Ten Hag echt holen sollten, er war ja schon mal bei uns. Ja, da muss man ihm auch dann die Unterstützung geben. Ne? Ich meine, das ist auch wieder was ganz anderes. Guck dir Ajax an und guck dir den FC Bayern an. Also, du hast ja bei Ajax nicht den großen Star. Ich weiß gar nicht, was den Hunter da, glaube ich, rumrennen. Ne? Aber da reden wir jetzt auch nicht mehr vom großen Star. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du beim FC Bayern bist. Klar, dass er mit den jungen Spielern umgehen kann und die fördert und sowas. Stehe ich voll dahinter. Aber ist halt ein bisschen eine andere Kiste. Aber wir werden mal sehen, wie es mit dem Flick weitergeht. Wer weiß, vielleicht haben die Bayern ja die Eier, wenn es wirklich gut läuft, zu sagen, er ist auch nächstes Jahr unser Mann. Wo ich das ein bisschen verstehen kann, wenn es nicht so ist, weil man ist da irgendwo ein bisschen in der Zwickmühle. Ne? Wenn sie jetzt keinen neuen Trainer holen und zur neuen Saison oder zur Winterpause und dann irgendwie das schief geht mit dem Flick, dann ist er, oh ja, ihr könnt ja nicht als der große FC Bayern München euch nicht um Trainer kümmern und könnt euch die Trainer, die gerade auf dem Markt sind, die Lappen geben lassen. Ja, andersrum, was ist, wenn ein neuer Trainer kommt und er hat gleich einen scheiß Start? Ja, dann werden schnell wieder die Schreie laut, ja, macht den Flick wieder zum Chef und so weiter. Kennt man ja. Muss man halt einfach abwarten. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt dann mal ein bisschen Konstanz auf dieser Position wieder reinkriegen. Ja, und dass man dann, ja, dass einfach alle von der Führungsriege hinterm Trainer stehen, das wäre schon ganz wichtig, weil das war ja so, ja, beim Kovac jetzt nicht der Fall, ich meine auch zu Recht, ja. Ohne den Uli wäre der Kovac wahrscheinlich schon im ersten Jahr weg gewesen, sondern wäre so ein Klinsmann-Fall geworden. Ja, wie gesagt, es wäre schon wichtig, dass alle hinter dem Trainer stehen. Da sollten sie sich mal einig werden. Und wenn das dann so ist, dann muss man das halt einfach auch durchziehen. Ja, da muss man halt echt sagen, wisst ihr was, Leute, wenn ihr keinen Bock habt, ja, dann setzt euch auf die Bank, setzt euch auf die Tribüne, verlasst den Verein. Weil, ja, man kann über den Kovac denken, was man will. Aber wenn die Spieler nicht wollen, und das hat man gesehen, das ist dasselbe, wie es gerade in Dortmund ist, wenn die Spieler nicht wollen, wollen die Spieler nicht. Und dann passiert sowas, wie es passiert. Und dass wir in Frankfurt so untergehen, um das nochmal abzuschließen, ja, ist nicht Bayern-like, ist eigentlich auch nicht tragbar in meinen Augen. Und das war ein klares Spiel gegen den Trainer. Und da sollten wir uns als FC Bayern eigentlich nicht gefallen lassen. Und von daher sollte sich der Vorstand da einig werden und dann auch klare Kante für den Trainer stehen. Dass er dann auch die Zeit hat, das so zu entwickeln, wie er sich das vorstellt.
Aber wie gesagt, vielleicht wird es ja Fink, er macht es ja aktuell ganz gut. Was ich ganz gut finde auch, dass er heute halt einfach auch mal dann so ein Tolisso oder ein Coutinho reingeballert hat. Und die hat auch 90 Minuten hat spielen lassen. Ich meine, das hat jetzt, was ich gar nicht verstanden habe unter Kovac, was ich oft genug kritisiert habe in meinen Videos. Wie kann man denn nach einem Champions League Spiel, wenn man gegen Augsburg spielt oder sonst was, da dieselbe Elf auflaufen lassen? Es sind nun mal Strapazen, ja, Reisestrapazen, Spielstrapazen und ja, Leute, guckt euch unseren Kader an. Ist ja lächerlich, da kannst du ja selbst noch so ein Zirksee oder sowas aus der zweiten Mannschaft nehmen. Der reicht ja auch noch für gegen Augsburg zu spielen. Also. Von daher fand ich das heute schon ganz gut. Ja, Gnabry hat mich immer, ja, weiß ich auch nicht. Wer mit dem Typen einfach nie warm. Der macht immer seine Buden, das ist in Ordnung. Heute war es ein bisschen besser, heute. Aber der hat auch wieder heute immer diese, ich finde, dass immer diese Alibi-Läufe gehen mir auf den Sack. Das ist ja beim Coutinho. Das sind Spieler, wenn die den Ball verlieren oder ein anderer verliert den Ball und die müssen in die Rückwärtsbewegung. Zweimal im Spiel hast du den Fall, dann zieh die den Sprint voll durch, gehen in den Zweikampf, hol dann auch mal den Ball. Und 80% oder 10 oder 8 andere Male, ja, tun sie so, ja, ich zieh mal kurz an den Sprint und ja, ich laufe dann einfach 2 Meter hinter dem her, jogge dann aus und der Hintermannschaft macht das schon. Komme ich nicht mit warm mit sowas. Aber das ist mir heute bei den beiden aufgefallen. Ich meine, sie waren nicht schlecht, ja. Und klar, gegen Düsseldorf und du hast ja hinten auch noch welche. Alles gut. Aber ja, ist so ein Verhalten, was mir nicht so ganz behagt. Ja, ansonsten muss man mal die 4 hinten loben, ja. 3 Spiele, nur Gegentore. Ich meine, da spielt der Pavard, der Martinez, der Alaba und der Davis. Ja, der Pavard ist der einzige Gelernte da hinten. Also von daher. Der Davis hat da heute 1-2 Fehlpässe, aber er ist jetzt mittlerweile so weit, dass er sich ein bisschen mehr zutraut. Das finde ich ganz gut. Dass er auch mal einen riskanten Ball nach vorne spielt. Nicht immer nur diese Bär und nach hinten auf dem Alaba, sondern er traut sich ein bisschen mehr zu. Und da gehört natürlich auch mal ein Ballverlust dazu, gar keine Frage. Hat mir sehr gut gefallen heute wieder. Ja, Pavard war solide. Martinez war für mich mal wieder überragend heute. Ja, ihr wisst ja, wie die hier regelmäßig gucken. Ich bin Martinez-Fan und hoffe, er wird auch noch bei uns bleiben und wird nicht irgendwie nach Bilbao oder zurück. Ihr seht, du kannst Martinez als Innenverteidiger bringen. Der hält den Laden zusammen. Du kannst den defensiven Mittelfeld bringen. Also ja. Das ist eigentlich, was mir heute so aufgefallen ist. Wie gesagt, es war ein gutes Spiel. Es war ein Bayern-Standardspiel. Erste Halbzeit war es ein bisschen mehr. Wie gesagt, wir hatten auch ein paar schöne Ballstaffetten dann so à la Jupp Heynckes drin, ja, die wir unter Kovac auch gar nicht hatten. Das muss man auch sagen. Es war dann ab und zu ein bisschen too much. Da haben wir zu viel wollen mit einer Hackespitze 1, 2, 3 zaubern. Aber gut, wenn es 3-0 steht, kann es halt auch mal machen. Da müssen wir uns ja auch nichts vorwerfen. Und zweite Halbzeit, ja, haben wir souverän verteidigt, ja. Haben noch das 4. nachgelegt. Und ja, es gibt nichts groß zu meckern aus meiner Sicht. Können uns ja einmal kurz die Statistiken angucken. Kommen wir erst runter hier. Ballbesitz, ja, 71%. Ist wieder, wie gesagt, unter Kovac haben wir auswärts vielleicht mal bei Spiele gehabt, wo wir etwas über 50 hatten. Also. Abseitsschirm, es sieht nicht Fouls. Ja, Zweikämpfe, 53%, sagt eigentlich auch wieder eine Menge aus, wie ich finde. Schüsse insgesamt 13 und 17. Ja, heute frag mich nicht, wo die 13 Fortuna-Schüsse gesehen haben. Ich weiß, ich habe sie nicht gesehen. Schüsse aufs Tor 1 und 5. Ja, mein 5 aufs Tor, 4 drinne, ist okay. Wie hat Levi hatte 2 halt, wo es halt echt eng war. Und Gnabry, ja gut, der ging auch aufs Tor. Der Kopfball ging auch aufs Tor. Wir haben 4 Tore gemacht. Also zähle ich schon mindestens 6, weil der Gnabry hat vom Pfosten geschossen. Das ist ja für mich auch aufs Tor, aber Haarspalterei, wurscht, ja, sind eh nur Zahlen. Ecken 8 zu 6, Flanken 13 zu 20. Wenn man sich hier so die Werte anguckt, boah, relativ ausgeglichen, ne? Also es war definitiv kein ausgeglichenes Spiel, also zu keiner Zeit. Da müssen wir uns nichts vormachen. Schüsse insgesamt, ja, sieht man ja auch, Levi hat es versucht, 6. Torschussvorlagen, das ist das, was ich sagte, war der Levi heute wirklich stark. Hat er mir sehr gut gefallen. Hat er ja auch 3, Müller 2, Pavard 2.
Auch hier gewonnene Zweikämpfe, Lewandowski 9, Davis 6, Martinez 6. Ja, guck mal, ohne die Statistiken vorher geguckt zu haben, untermauert das ja meine Auffassung, die ich auch vom Spiel hatte. Ja. Das ist zu sagen, Leute. Mehr ist es nicht. Relativ kurzer Talk, aber ich habe nichts zu meckern. Ich war zufrieden. Es war ein schönes Spiel zum Gucken. Fortuna hat auch ein bisschen dagegengehalten am Anfang und sowas. War echt okay zu gucken. Und ja, wir gucken mal, was die nächsten Spiele bringen. Vor allen Dingen, was die Oberen dann entscheiden werden, bin ich gespannt. Bis zur Winterpause hat er ja die Garantie, der Flick, und wer weiß, ziehen wir so durch die letzten Spiele, wird es halt echt schwer, irgendwie in der Winterpause da einen anderen hinzusetzen. Bin gespannt. Ja, mehr kann ich nicht sagen, als dass ich gespannt bin. Bin gespannt. Gut, Leute. Ja, nächste Woche Champions League, Dienstag. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich vielleicht Mittwoch oder Donnerstag dann ein Video raushaue. Ich glaube nicht, das ist jetzt kein bedeutendes Spiel. Wir sind schon qualifiziert. Das werde ich dann am Wochenende mit reinnehmen. Und der Wochenende ist gegen Leverkusen zu Hause. Könnte interessant werden. Bei Leverkusen weiß ich nie, die spielen mal so, mal so. Mal spielen sie Weltklasse, mal spielen sie unterirdisch. Ich meine, zu Hause, ja, da nicht drum reden, müssen wir gewinnen. Ob es klappt, wie gesagt, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall mal ein Spiel eventuell werden. Wie gesagt, je nachdem, wie die Leverkusen so drauf sind. Nur vielleicht auch mal die Defensive gefordert wird. Obwohl, das haben wir natürlich gegen Dortmund auch gedacht. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel gegen Leverkusen. Und 4-0 habe ich heute sogar getippt. Im Kicktipp 5 Punkte für unsere 11 reingehauen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis nächste Woche. Haut rein.